Hallo YouTube, herzlich willkommen zu eurer Ausblickfolge. Wir wollen uns in diesem Video die technischen Daten unter anderem zur Hornet angucken, aber uns auch wieder mit den Superträgern beschäftigen, denn auch da haben sie die technischen Daten zu veröffentlicht. Moin Seekräuter, moin Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu dieser Ausblickfolge. Wir wollen uns zuerst einmal um die Hornet kümmern, denn das wird quasi der inoffizielle Nachfolger der Enterprise, auch ein Flugzeugträger der Yorktown-Klasse. Und hier sind wieder ein paar besondere Eigenschaften, die wir auf jeden Fall mal ein bisschen näher beleuchten wollen. Und damit möchte ich direkt anfangen. Wir haben hier 50.000 Trefferpunkte bei der Hornet. Das ist schon mal weniger als das, was die Enterprise nämlich zu Buche stehen hat. Nämlich die hat 51.400. Bei der Sekundärbewaffnung haben wir 8x1 127 mm dabei. Und dann haben wir eine Flugabwehr. Und die unterscheidet sich auf jeden Fall schon mal deutlich von dem, was die Enterprise bietet. Denn wir haben hier nur eine Kurzstreckenflugabwehr bis 2,4 Kilometer mit 270 kontinuierlichen Schaden. Und dann gibt es noch die Langstreckenflugabwehr und das war's. Wir haben hier keine Mittelstrecke dabei. Die Enterprise war ja doch sehr gut verteidigt bei der Luftabwehr. Und hier bei der Hornet haben wir definitiv deutlich weniger, sind dementsprechend als Flugzeugträger auf jeden Fall leichter anfliegbar und eben auch verwundbarer. Ne? Die Langstrecke hat hier 88 kontinuierlichen Schaden nur bis 5,8 Kilometer. Und hier fehlt die Mittelstrecke komplett. Das war bei der Enterprise über 300 kontinuierlicher Schaden, das hier wirklich ja, zu vermissen ist. Dann wird der Träger eine Höchstgeschwindigkeit von identischen 32,5 Knoten zur Enterprise haben. 1060 Meter Wendekreis ist 10 Meter geringer. 12,3 Sekunden Ruderstellzeit. Da haben wir einen Vorteil von 18 Sekunden. Die Erkennbarkeit an der Oberfläche, also zu Wasser, ist hier mehr oder weniger identisch. Da geht es dann um 60 Meter oder so. Das war's. Bei der Lufterkennbarkeit haben wir 11 Kilometer. Auch das ist mehr oder weniger gleich. Interessant wird es dann nämlich bei den Flugzeugen. Das ist ja am Ende das, was wir jeden Tag dann merken werden, wenn wir denn die Hornet irgendwann bei uns im Hafen stehen haben. Hier gibt es nämlich Unterscheidungen bei World of Warships. Wir haben hier nämlich Standardgeschwader und taktische Geschwader. Und kling, kling, ja, wir haben nämlich hier so ein bisschen diese Mechanik übernommen, die Superträger ab auf T11 dann bekommen sollen. Die schauen wir uns jetzt noch später dann an in diesem Video. Aber erstmal hier weiter zur Hornet. Die Hornet hat hier Torpedobomber dabei, die 1710 Trefferpunkte haben werden und 112 Knoten als Reisegeschwindigkeit haben. Das ist schon mal bei den Trefferpunkten auf jeden Fall ein großer Unterschied, ja? Denn das sind 90 Trefferpunkte pro Flugzeug. Wir fliegen deutlich langsamer, nämlich 8 Knoten bei der Reisegeschwindigkeit. Und dann kommen wir zu den Angriffsformationen. Es starten immer 10 Flugzeuge. Bei der Enterprise waren das immer 9, die gestartet sind. Und dann war der Angriff immer aus 3 Flugzeugen bestehend. Hier ist es so, dass 10 starten und der Angriff aus 5 Flugzeugen besteht. Also wir können am Ende 2 Angriffe dementsprechend fliegen. Wir haben hier dann jedes Flugzeug mit einem Torpedo dabei. 5567 Alpha-Damage hat der Torpedo. Das ist dementsprechend halt auch geringer als das, was wir ursprünglich dann hier bei der Enterprise dabei haben. Da sind es ja 6300, hier haben wir eben 5567. Ja, die Geschwindigkeit der Torpedos ist soweit identisch. Die Reichweite ist 900 Meter kürzer, die schwimmen nämlich nur 3 Kilometer weit, diese Torpedos. Aber sind sehr, sehr nah dran, an den Schiffen abzuwerfen. Nämlich 344 Meter ist die Scharfschaltdistanz. Da können wir also dementsprechend nah ranfliegen. Ich denke mal, das ist irgendwie so eine Mischung aus den russischen Trägern, die ja auch schon, ich sag mal, nicht gerade schwach im Spiel sind, wenn nicht sogar sehr, sehr stark. Wo man dann halt möglicherweise sagt, okay, ich starte zwar mit 10 Flugzeugen, aber ich schicke eine Staffel möglicherweise wieder zurück, fliege nur diesen einen Anflug, komme dann vielleicht mit 4 Flugzeugen durch, habe immer noch 4 Torpedos im Wasser und kann mir halt wirklich diese Flugzeuge sparen, weil wir haben auch noch 20 Flugzeuge am Deck von diesen Torpedobombern. Also dementsprechend relativ viele Flugzeuge und die Flugzeugwiederherstellungszeit beträgt nur 62 Sekunden. Ist dementsprechend auch relativ wenig Zeit und das hört sich so nach Kaga-Spielstil so ein bisschen an. Irgendwie so eine Mischung aus russischem CV und Kaga-Spielstil. Finde ich jetzt zumindest im ersten Moment erstmal. Muss man sehen, wie das dann nachher tatsächlich umgesetzt wird im Game. Aber so von den Zahlen her hört sich das auf jeden Fall ja, ziemlich
actiongeladen an, um es mal so auszudrücken. Dann haben wir eine AP-Bomber dabei, das kennen wir ja von der Enterprise auch. Auch hier haben wir 1890 Trefferpunkte. Ja, das ist auch weniger als das, was wir bei der Enterprise standardmäßig dabei haben. Da sind es nämlich 1980, ja, bei den Bombern. Also hier 90 Punkte Unterschied, 122 Knoten Reisegeschwindigkeit zu 125. Gleiches Konzept wie bei den Torpedobombern, 10 Flugzeuge starten vom Träger, 5 greifen an. Auch hier wieder Abklingzeit 62 Sekunden, 20 Bomber stehen an Deck und dann wird pro Flugzeug eine Bombe abgeworfen. Das heißt also, wir haben dann bis zu 5 AP-Bomben auf unser Ziel abgeworfen. Jede AP-Bombe macht 3600 Alpha-Damage, das ist 1300 Punkte weniger als das, was die Enterprise macht. Ne? Also da haben sie deutlich nachgelassen. Jetzt muss man sich da mal angucken, wie die Penetrationskraft der Bomben ist und so weiter. Aber bei den Amis ist sie ja eigentlich generell nicht schlecht. Nur der Schaden wurde hier halt deutlich zusammengestrichen. Denn man merkt so ein bisschen, dass sie aus diesem Enterprise-Ding, zumindest bei den Schäden, wenn man jetzt nur die Waffe nimmt, ein bisschen was gelernt haben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Flugzeuge sich dann anfühlen, wenn man damit in der Luft ist und einen Anflug macht. Gerade wenn man dann mal im T9-Gefecht vielleicht auch drin ist mit dem 8er-Träger oder vielleicht dann sogar im T10-Gefecht. Ne? Das wird dann halt sehr, sehr interessant, wenn wir es so ausdrücken. Und dann kommen wir zu der Waffe, die halt hier jetzt als taktisches Geschwader genannt wird. Das sind nämlich die B-25-Bomber, angelehnt natürlich an der historischen Verwendung der Hornet, wo die B-25-Bomber da zu diesem Doolittle-Raid nach Tokio gestartet sind. Und das ist jetzt hier ihre quasi Superwaffe, wenn man dazu sagen möchte. Diese Bomber haben 4890 Trefferpunkte, zumindest jetzt im Work-in-Progress-Modus hier, mit einer Reisegeschwindigkeit von sehr langsamen 105 Knoten. Es starten direkt 6 Flugzeuge und es greifen natürlich auch alle 6 Flugzeuge sofort an. Die Staffelvorbereitungszeit hier beträgt 160 Sekunden und die Erkennbarkeitsweite bei den Fliegern 10 Kilometer. Hätte ich jetzt gedacht, dass sie das vielleicht sogar weitermachen, weil die halt besonders sind in dem Sinne. Es gibt hier in dem Sinne keine Flugzeugwiederherstellungszeit, wo die Flugzeuge peu à peu wiederhergestellt werden, sondern es ist sozusagen so zu benutzen wie der Luftschlag. Ja, wir haben einfach 160 Sekunden zu warten und dann können wir ihn wieder verwenden. Das heißt, wir können hier auch nicht runterskillen, irgendwie die also den Cooldown oder so. Ne? Sondern es ist einfach eine feste Abklingzeit und erst dann kann diese Waffe wieder gestartet werden und man muss sie vor allen Dingen taktisch clever starten, weil sie, wie gesagt, sehr langsam unterwegs sind. Sie haben hier HE-Bomben dabei und pro Flugzeug sind das 4 HE-Bomben. Wir haben 6 Flugzeuge, die angreifen, ne? Also 6, 12, 18, 24 Bomben, die abgeworfen werden können. Das heißt, der maximale Bombenschaden ist hier definiert mit 7300 Alpha-Damage HE-Bomben, kein AP. Ja, nochmal ganz wichtig, der Durchschlag beträgt 42 mm. Das ist aber richtig vernünftig, weil die meisten Schiffe oder ziemlich viele Schiffe in World of Warships in der Regel so 32, 38 mm Panzerung, vielleicht 40 haben. Ja, gut, wir müssen natürlich davon absehen, Kurfürst, Kremlin und so weiter, die haben ein bisschen mehr als Deckspanzerung. Auch die italienischen Schlachtschiffe haben mehr als Deckspanzerung, aber dann bleiben immer noch die Aufbauten, Bug- und Achterdeck. Und dann kommt noch eine Brandwahrscheinlichkeit von 41% dazu bei so vielen Bomben und vor allen Dingen so vielen Trefferpunkten, die Bomber haben. Ich glaube nicht, dass das so bleibt oder ich hoffe nicht, dass das so bleibt, weil das liest sich auf dem Papier schon sehr, sehr stark, auch wenn das nur alle 160 Sekunden zu benutzen ist. Nichtsdestotrotz freue ich mich darauf, die Hornet dann zu testen bzw. dann halt auch im Spiel zu haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich bin ja selber jemand, der auch gerne mal Flugzeugträger fährt. Auch wenn ich die Interaktion zwischen Oberflächenschiffe und Flugzeuge mir überarbeitet wünsche. Nachdem wir einen kurzen Blick auf die Hornet geworfen haben, kommen wir dann jetzt zur Eagle. Das ist der neue T-11 Superträger der britischen Marine. Hier ein angelehntes Modell an Audacious, wie sich der Träger möglicherweise fortentwickelt hätte, wenn er modernisiert worden wäre, etc. pp. Wir kennen diese theoretische Geschichte, die sie dazu formuliert haben. Ich bin jetzt immer noch kein großer Fan von diesen T-11-Schiffen. Ich werde mich aber früher oder später damit trotzdem natürlich auseinandersetzen müssen, dürfen, wollen, wie auch immer man das nennen möchte. Man braucht manchmal auch ein bisschen Zeit, bis man sich an diese Änderung gewöhnt. Man wird ja alt, ne?
Naja, Spaß beiseite. Also, der Superträger Eagle im Vergleich zu Audacious. Wir haben hier 5300 Trefferpunkte mehr als Schiff zur Verfügung. Bei der Sekundärbewaffnung gibt es jetzt keinen wesentlichen Unterschied, soweit ich das jetzt jedenfalls auf dem ersten Moment feststellen kann. Außer, dass wir ein bisschen weiter schießen. Das könnte man vielleicht gleich mal so sagen. Ne? Wir haben hier nämlich eine Reichweite von 7,3, während eben die Maximalreichweite bei Audacious 5 Kilometer ist. Aber das ist natürlich nicht die wesentliche Bewaffnung eines Flugzeugträgers. Viel wesentlicher ist da zum Beispiel die Flugabwehr, die hier angegeben wird. Die mittlere Flugabwehr hat eine Reichweite bis 3,5 Kilometer, konnte hier Schaden mit 371 angegeben. Und die Langstrecke hat 140 kontinuierlichen Schaden bis 5,8 Kilometer. Dazu kommen noch 6 Explosionen mit 1540 Alpha Damage pro Explosion. Und da gibt es sehr wohl Unterschiede. Zum einen ist die Mittelstrecke deutlich schlechter bei der Eagle als bei der Audacious, denn die Audacious hat 451 kontinuierlichen Schaden bei der Mittelstrecke. Und bei der Langstrecke hat die Audacious 84, während hier die Eagle bei der Langstrecke 140 hat. Ne? Also da haben wir bei der Eagle schon mal am Anfang ein bisschen mehr Schaden. Dafür haben wir ein bisschen was bei der Mittelstrecke dann dafür eingebüßt. Aber auch das ist natürlich eher so eine Verteidigungsgeschichte, die mehr oder weniger automatisch passiert. Und jetzt können wir noch uns einmal die Daten reinziehen, was die Wendigkeit und die Geschwindigkeit betrifft. Wir haben hier 31 Knoten Höchstgeschwindigkeit, ist ein Knoten langsamer im Vergleich. Dann haben wir Wendekreisradius 1030 Meter, ist 10 Meter geringer. Immer zu Audacious natürlich. Ruderstellzeit 16,5 Sekunden ist träger. 8 Zehntel langsamer bei der Ruderstellzeit. Erkennbarkeit einer Oberfläche mit 14,9 Kilometer angegeben. Das heißt, wir gehen einen halben Kilometer weiter auf mit diesem Träger. Das ist also eine Sache, die wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten müssen. Und auch die Erkennbarkeit zur Luft ist deutlich erhöht. Wir haben hier 14,2 bei der Eagle. Bei der Audacious waren das 11,2. Also 3 Kilometer weiter sichtbar, die Eagle, als Schiff an sich. Da muss man sich also Gedanken machen, wo man sich da positioniert. Aber wir haben ja dann immer noch Flugzeuge, was ja dann wieder, wie auch bei den anderen Trägern, natürlich unsere Hauptbewaffnung ist. Wir haben hier Standardstaffeln dabei und das sind am Ende die Kopien der Audacious. Da ist gar nichts anders. Ja, also 0,000. Wirklich, die Trefferpunkte sind gleich bei den Torpedobombern. Die Staffelgröße, die startet, 9 Flugzeuge, 3 gehen in Angriff, 99 Sekunden Wiederherstellungszeit für die Flugzeuge, 14 Flugzeuge sind am Deck, der Alpha-Damage der Torpedos und so weiter. Wenn ihr Audacious kennt, dann kennt ihr die Eagle-Standard-Staffeln jetzt auch. Und genauso ist das eben auch bei den Bombern, die wir dann hier dabei haben, diese HE-Bomben. Da greifen wir auch 3 Flugzeuge an. Jeder Flugzeug hat 6 Bomben. Also haben wir dann wieder 18 Bomben, die wir auf einmal abwerfen können, wenn wir durchkommen und so weiter. Also auch da muss ich euch in dem Sinne nichts Neues erzählen. Was aber neu ist, und dazu kommen wir jetzt, sind eben die taktischen Staffeln. Und davon haben wir nämlich hier bei diesem Träger 3 verschiedene. Wir haben nämlich einmal wieder das Schlachtflugzeug, was 1570 Trefferpunkte standardmäßig mitbringt und 177 Knoten schnell ist und nicht langsamer werden kann. Also wir müssen mindestens 177 Knoten fliegen. Wir können also nicht über die Taste S dieses Flugzeug bremsen. Dafür können wir sehr wohl den Motorboost einsetzen und beschleunigen dieses Flugzeug dann auf sagenumwobene 354 Knoten. Das heißt, wir können extrem schnell über diese Karte fliegen, haben da 2 Flugzeuge in unserem Angriffsflug und auch in der Staffel. Das heißt, wir können nur einen einzigen Angriff fliegen, fliegen aber mit der Geschwindigkeit halt auch durch die Flugabwehr durch. Das heißt also, wenn ein Schiff 5,8 Kilometer Flugabwehr hat, wir einfach unseren Boost reinsetzen. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie die Zielauren sich da so verhalten, aber rein von der Theorie her verbringt man halt deutlich weniger Zeit in der Flugabwehr. Und dann muss man halt wahrscheinlich schon bei 10 Kilometer anfangen, den Angriff in Anführungsstrichen vorzubereiten und nicht so wie bei den Flugzeugen von jetzt, wo man bei 5 Kilometer roundabout, passt natürlich jetzt nicht bei jedem Flugzeug, anfängt, sich auf den Angriff vorzubereiten. Dazu gibt es dann eine Staffelvorbereitungszeit von 150 Sekunden und wir haben eine Erkennbarkeitsweite der Flugzeuge, das heißt, wenn wir dann in der Luft unterwegs sind, von 15 Kilometer. Das heißt, wir sind 5 Kilometer weiter erkennbar mit den Flugzeugen. Das soll dann wahrscheinlich die Geschwindigkeit so ein bisschen ausgleichen. Ja, muss man dann in der Praxis sehen. Wir haben auf jeden Fall 2 Flugzeuge an Deck, 20 Raketen pro Flugzeug. Das heißt also, wenn alle beiden Flugzeuge durchkommen, dann gehen da 40 Raketen raus. Und jede Rakete macht 2350 Alpha-Damage. Panzerungsdurchdringung sind 28 mm mit
9% Brandwahrscheinlichkeit. Und auch da kommen uns die Werte natürlich schon ein bisschen bekannt vor. Wenn wir jetzt mal von der Geschwindigkeit und so weiter so ein bisschen absehen, kann man hier aber sagen, der Raketenschaden, den kennen wir schon von der Audacious. Die Anzahl der Raketen, die ist hier deutlich gestiegen, nämlich von 12 pro Flugzeug hoch auf eben 20 pro Flugzeug. Dafür greifen nur 2 an, bei der Audacious wären es halt 3. Ne? Das heißt, wir hätten da 36. Am Ende sind es am Ende tatsächlich 4 Raketen, die hier bei der Eagle mehr abgefeuert werden. Die Panzerungsdurchdringung mit 28 mm und der Brandwahrscheinlichkeit ist dann die gleiche. Das ist dann wieder die höhere Anzahl der Raketen, die dann wahrscheinlich die Brandwahrscheinlichkeit real aber tatsächlich erhöht. Und jetzt kommen wir zur nächsten taktischen Staffel und das sind die Torpedobomber. Ich rede hier noch in Mehrzahl. Es ist natürlich eine Einzahl, weil bei diesen taktischen Staffeln, bei dem Torpedobomber an sich, startet nur ein einzelnes Flugzeug. Dafür hat dieses Flugzeug mehr Trefferpunkte, nämlich 3340. Und eine Reisegeschwindigkeit von 163 Knoten mit dem Motorboost dann 326 Knoten. Kurz nochmal als Reminder, wir können hier die Geschwindigkeit nicht verlangsamen, also wir fliegen immer mindestens 163 Knoten und wir können den Motorboost nicht wieder aufladen. Das heißt, wir können ihn nur ein einziges Mal einsetzen. Weiß ich das aber, kann ich das natürlich dementsprechend auch timen und meinen Angriff so eben einleiten, dass ich eben relativ schnell zum Beispiel durch Flugabwehr durchfliege, wo ich das größte Problem bei diesen schnell fliegenden Flugzeugen eben sehe, dass man da ohne Probleme durch die Flugabwehr durchkommt, weil man einfach so schnell unterwegs ist. Aber das ist nur meine Meinung. Staffelvorbereitungszeit 240 Sekunden. Wir sind 15 Kilometer weit erkennbar und dieses Flugzeug hat dann 2 Torpedos dabei, die jeweils 7800 Alpha Damage machen können, also bis zu. Ja, und dann gibt es natürlich auch 40 Knoten Geschwindigkeit, wenn die Torpedos dann im Wasser sind. Und wir haben 564 Meter Scharfschaltdistanz von den Torpedos zu den gegnerischen Schiffen. So viel Distanz müssen diese Torpedos im Wasser zurückgelegt haben, damit sie dann eben auch tatsächlich explodieren bei Aufschlag. Und dazu haben wir dann natürlich auch noch eine dritte taktische Staffel und das sind diese HE-Bomber. Die haben nochmal mehr Trefferpunkte, nämlich 4290. Auch da startet nur ein einzelnes Flugzeug und ist aber genauso schnell wie die Torpedobomber. Wir haben hier 15 Kilometer Erkennbarkeit und eine Staffelvorbereitungszeit von diesmal sogar 360 Sekunden. Jedes Flugzeug hat dann 9 Bomben dabei, also werden 9 mal 7900 Alpha Damage HE-Bomben abgeworfen, die 54 mm Panzerung durchschlagen und 45% Brandwahrscheinlichkeit haben sollen. Nochmal, ich kann nur sagen, im meisten Gedanken mache ich mir wirklich um die Geschwindigkeit der taktischen Staffeln, dass die halt, wenn die ihren Motorbus aufheben, einfach wutsch durch die Flugabwehr da durchfliegen, die haben nicht mal richtig Schaden bekommen und haben ihre Waffe schon im Wasser und dementsprechend, weil ja nur ein Flugzeug eben dabei ist, kann ja dann, wenn die Waffe abgeschossen ist, ja, ist es jetzt eh kein Problem, ob die dann abgeschossen werden, die Flugzeuge oder nicht. Weil wir haben ja dann sowieso in 360 Sekunden erst die nächste Möglichkeit, diese Waffe wieder einzusetzen. Bei den HE-Bombern oder bei den Torpedobombern 240 Sekunden. Das ist wirklich so ein Ding, da habe ich echt Kopfschmerzen mit. Und wir haben ja noch einen weiteren Superträger, der jetzt hier ins Spiel kommt. Und das ist die United States, der Amerikaner, die dann jetzt hier halt quasi die Fortführung der Midway werden könnte. Ja, wir haben jetzt hier 78.200 Trefferpunkte und damit sind wir deutlich stärker, ja, denn die Midway hat standardmäßig 67.600 Trefferpunkte. Nur damit wir mal so ein bisschen sehen können, wie diese Träger sich weiterentwickeln und womit wir das schon so ein bisschen vergleichen können. Deswegen vergleiche ich das auch immer wieder mit diesen C10-Trägern hier im Laufe des Videos. Bei der Sekundärbewaffnung haben wir 8x227 mm, also 16 Rohre in Summe mit einer Reichweite von 7,3 km, während die Midway noch 18 Rohre hat mit einer Reichweite von 5 km. Also sind wir da bei der Sekundär, naja, zwar von den Rohren ein bisschen weniger aufgestellt, aber von der Reichweite dementsprechend höher. Und dann kommen wir zur Flugabwehr und da gibt es Unterschiede. Bei der kurzen Distanz, also Nahbereich, 203 kontinuierlichen Schaden. Bei der Midway haben wir im Nahbereich 325 kontinuierlichen Schaden. Der Nahbereich geht da jeweils bis 2 Kilometer. Dann haben wir die Mittelstrecke, 445 kontinuierlichen Schaden, eben bei der United States. Und 451 bei der Midway bis 3,5 Kilometer. Allerdings haben wir da den Unterschied, dass bei der Vereinigten Staaten diese Aktionszone einen halben Kilometer weitergeht, nämlich bis 4 Kilometer.
Und dann gibt es noch eine Langstreckenflugabwehr, die hat 308 kontinuierlichen Schaden bis 6 Kilometer bei der United States. Und hier bei unserer Midway haben wir dann nur 224. Das heißt, unsere Flugabwehr bei der United States ist auf der Langstrecke auf jeden Fall schon mal stärker. Denn dazu kommen auch noch Granatenexplosionen, nämlich 11 in der Zahl, während wir bei der Midway eben nur 9 hatten standardmäßig. 1820 Alpha Damage und das halt im Bereich von 3,5 bis 6 Kilometer. Dann kommt man noch zu den Werten vom Träger an sich. Höchstgeschwindigkeit 33 Knoten, 1420 Meter Wendekreis. Das sind nochmal 200 Meter gut obendrauf beim Wendekreis im Vergleich zur Midway. 19,7 Sekunden Ruderstellzeit ist 1,5 Sekunden langsamer und auch die Erkennbarkeit an der Oberfläche. Die Midway hat standardmäßig 15,38, während der Superträger hier 17,8 Kilometer an der Oberfläche erkennbar ist. Und jetzt kommt's, die Erkennbarkeit zur Luft bei dem Träger beträgt 22,5 Kilometer. Wenn das mal kein Schreibfehler ist, dann ist das 10 Kilometer mehr als das, was zum Beispiel die Midway als Lufterkennbarkeit hat. Also das Verstecken hinter Inseln und so weiter ist da auf jeden Fall eine Hilfe, weil das natürlich auch das Sichtfeld des Trägers ein bisschen einschränkt, also des generischen Flugzeugs, ne? Dann schauen wir uns jetzt mal die Flugzeuge an. Hier gibt es auch wieder diese Unterteilung zwischen Standardstaffeln und taktischen Staffeln. Die Standardstaffeln bestehen hier aus Schlachtflugzeugen und HE-Bombern. Und die Werte, Geschwindigkeiten, Schadenszahlen und so weiter sind komplett identisch mit dem, was wir bei der Midway schon haben. Der Hauptunterschied bei den Standardstaffeln besteht darin, dass wir hier keine Torpedobomber dabei haben. Aber wir haben eben auch taktische Staffeln und die wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken. Die taktischen Staffeln bestehen wieder aus Schlachtflugzeugen, Torpedobombern und eben auch HE-Bombern. Fangen wir erstmal mit den Schlachtfliegern an. 1610 Trefferpunkte sollen wir hier haben, 170 Knoten Reisegeschwindigkeit, 340 Knoten mit Motorboost sozusagen. Wir starten zwei Flugzeuge vom Träger und die brauchen 150 Sekunden, bis sie dann wieder parat stehen. Nachdem wir sie gestartet haben, startet ja quasi der Cooldown. Dann die Erkennbarkeitsweite 15 Kilometer und jedes Flugzeug hat zwei Raketen dabei. Und das sind sowas wie aufgebohrte Tiny Tim Raketen, kann man sagen. Denn die normalen Tiny Tims machen 5400 Alpha Damage mit 68 mm Pen. Und die Raketen hier machen 8700 Schaden mit 76 mm Pen und 70% Brandwahrscheinlichkeit. Heißt am Ende, wenn die beiden Flugzeuge tatsächlich durchkommen, wobei man da schon ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn der Motorboost nicht aufgespart ist, dann fliegen die nur 170 Knoten, sind nur zwei Flugzeuge. Es könnte durchaus sein, dass dann mal ein Flugzeug abgeschossen wird, weil die Trefferpunkte dann nur 1610 sind. Ist jetzt nicht super viel, um es mal so auszudrücken. Aber nichtsdestotrotz müssen wir dann auch da wieder abwarten, wie das dann in Aktion tatsächlich ist, wie das mit dem Einzielen ist und so weiter. Da hört ja immer noch ein bisschen mehr dazu, anstatt diese Werte hier nur zu sehen. Dann kommt zu den Torpedobombern. Da startet ein einzelnes Flugzeug mit 4430 Trefferpunkten, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 264 Knoten, Reisegeschwindigkeit 132. Die Reisegeschwindigkeit an sich, die finde ich jetzt noch nicht mal so super dramatisch. Ich finde das halt nur bei den Höchstgeschwindigkeiten. Das ist halt schon auch hier wieder nicht so schnell wie bei dem britischen Träger, aber immer noch deutlich schneller als bei vielen anderen Flugzeugen, die wir im Spiel haben. Also eigentlich bei allen Flugzeugen, die wir im Spiel haben bis jetzt. Dann aber hier 240 Sekunden Wartungszeit oder Staffelvorbereitungszeit. Die Erkennbarkeit wieder 15 Kilometer. Ein Flugzeug startet, ein Torpedo. Da sind sogar zwei Torpedos drunter. Wow, da sind zwei Torpedos unter dem Flugzeug und jeder Torpedo hat 13.733 Alpha Damage. Das ist dann der stärkste Torpedo für Flugzeuge im Spiel. Den gleich zweimal dabei, heißt am Ende 35 Knoten schwimmen diese Torpedos. Die haben eine Reichweite von 4 Kilometer und brauchen nur 470 Meter Scharfschaltentfernung. Das heißt, wir können sie sogar relativ nah an dem gegnerischen Schiff abwerfen. Wie gesagt, der Alpha Damage ist richtig krass mit 13.733. Finde ich zumindest ziemlich heftig. Vor allen Dingen dann auch wieder, habe ich vorhin schon gesagt, ich wiederhole mich da. Vor allen Dingen mit dieser hohen Geschwindigkeit. Wenn man wirklich diesen Motorboost benutzen kann, um ganz nah ranzukommen und dann quasi in dem Motorboost diese Waffe abwirft,
halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass beide Torpedos, also dass dieses Flugzeug tatsächlich auch ins Ziel kommt und beide Torpedos dann auch ins Ziel treffen und dementsprechend viel Schaden machen können. Als dritte taktische Variante haben wir dann hier HE-Bomber dabei, also ein einzelnes Flugzeug auch wieder. 5860 Trefferpunkte soll das Flugzeug hier haben. Die Geschwindigkeit ist komplett identisch mit den Torpedobombern. Hier dauert es dann 360 Sekunden, bis wir diesen Bomber benutzen können. Auch da 15 Kilometer erkennbar. Und jetzt kommt's. Dieses Flugzeug hat 3 HE-Bomben dabei. Und jede HE-Bombe macht 16.000 Alpha-Damage. Mit einer Panzerungsdurchdringung von 85 mm und 91% Brandwahrscheinlichkeit. Also das heißt, jeder Anflug, der da durchkommt, und wenn es nur eine Bombe ist, ist es nahezu 100% wahrscheinlich, dass es auf jeden Fall ein Feuer gibt. Keine Ahnung, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Es liest sich irgendwie sehr, sehr krass. Ja, sind aber wie gesagt auch hier nur theoretische Sachen, aber ja, irgendwie bin ich interessiert daran, das auszuprobieren, wie das tatsächlich dann auch ist, aber irgendwie habe ich auch Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie so, ich trage in mir zwei Herzen. Ich weiß nicht, wie euch es geht, Leute, bei der ganzen Geschichte. Wie gesagt, es ist natürlich Work in Progress, das muss man natürlich ganz klar sagen. Wir jetzt vielleicht dann auf dem PTS und so weiter testen können, ist dann wieder eine ganz andere Sache. Und was daraus für Lehren gezogen werden von Wargaming, muss man dann halt alles sehen. Aber sie beeinflussen ja möglicherweise in Zukunft die Zufallsgefechte. Wenn wir dann als T9-10 im Gefecht dabei sind, können uns diese Träger mit Update 011.1 möglicherweise schon begegnen. Und da habe ich dann schon doch einige Bauchschmerzen, wenn die Werte so bleiben, muss ich ganz klar sagen. Auch wenn ich gerne Träger fahre, nochmal betont. Das soll von diesem Video gewesen sein. Jetzt bitte ich euch gerne um eure Meinung, um euren Kommentar. Aber bitte natürlich konstruktiv oberhalb der Gürtellinie, ja, und vor allen Dingen fair miteinander umgehen. Jeder hat so seine eigene Meinung, das ist auch zu respektieren und zu akzeptieren. Aber bitte immer so sich artikulieren, dass man fair miteinander umgeht. Alles andere werde ich hier auf diesem Kanal eben auch moderieren entsprechend. Und ja, ich hoffe jetzt, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr kein zukünftiges Video hier mehr zu World of Warships verpasst. Wenn ihr mit dem Spiel anfangen wollt oder eben Seacrouts auch noch auf anderen Plattformen besuchen wollt, dann schaut gerne in die Beschreibung. Da gibt es Links und auch eine Beschreibung, wie man mit World of Warships am besten anfängt, wo man das meiste aus seiner Anmeldung zum Beispiel machen kann, wenn man denn möchte. Ich danke jetzt sehr für eure Zeit und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin, euer Seacrouts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.